Achtung, Achtung! Jetzt wird's wieder heiß und fettig. Wir spielen wieder eine Runde 1-1 King of the Kill Battle Royale zusammen mit dem Onkel Poppy. Hallo! Und ich lande hier mal auf der Insel. Da scheint ein Haus zu sein. Auf der Insel ist ein Haus drauf, ja, genau. Da war ich noch nie, deswegen lande ich da mal. Ist halt die Frage, soll ich hier links am Ufer landen? Da ist auf jeden Fall. Da kommt, ja, da kommt einer. Hier ist eine Villa auf der Insel? Ja, sehe ich gerade. Oder drüben landen sogar zwei auf der gegenüberliegenden Seite, ne? Ja. Ich hab eine AR schon mal, also falls jemand kommt. Zack, AK. Also. Okay, das ist dann wahrscheinlich die alte Villa, die neu gebaut wurde. Die Governors Villa, die früher mal war. Das ist nice. Also, Villa in Anführungsstrichen. Hier ist keine Villa, aber. Der Hinterplatz sah nice aus mit dem Pool. Können wir uns gerne nochmal angucken. Poppy kommt jetzt auch hier hin. Ja, ich komme jetzt auch. Na, drüben auf der anderen Seite vom Ufer, da sind auch zwei gelandet, ne? Ist ein Team. Ah, sollen die dann an. Ruhe habe ich hier auch liegen. Ja, nicht, dass die jetzt hier rüber gepimmelt kommen und uns dann hier wegsnipen. Ja, oh, ich bin im Pool. Bisschen was. Auch wenn hier nicht viel mehr liegt, leider. Ich guck mal hier drüben noch, ob hier noch eine Waffe für dich liegt. Hier liegt auf jeden Fall mein Rucksack zum Start. Ja, habe ich schon. Hast du schon, okay. Wenn ich nichts habe, aber einen großen Sack habe ich. Ja, groß ist wahrscheinlich was anderes. Ja, ich bin der Weihnachtsmann. Und First Aid Kit habe ich. Echt? Ich habe eins übersehen da drin? Ja. Was? Was ist denn? Und, hier ist noch ein Haus. Und ein Helm. Komm mal hier hoch. Hier findest du garantiert dann auch noch eine Waffe. Falls ich eine finde, lasse ich dir die hier liegen. Feuerlöscher haben die neu implementiert scheinbar. Also vielleicht man kann man die damit nicht benutzen, ja auch leider. Was bewirken. Oh, schade. Nee, ich glaube, man kann die glaube ich nicht benutzen, aber die sehen neu aus, glaube ich. Kiste liegt hier nur. First Aid Kit. Komm mal rein. Ist hier keine Waffe für dich? Nur eine Piste habe ich oben gefunden. Dann nehme ich die Bögen mit hier. Nimm auch mal die Piste, ne? Zusätzlich. Oh, wir müssen richtig weit laufen. Großer Rucksack, den nehme ich. Hier ist auch noch eine Piste draußen. Ah, Auto. Okay, wir haben Auto. Ich dachte, das kommt. Alter, du hast es mir aber hier beinahe herangekriegt. Ich dachte, hier das kommt hierher. Nee, nee. Hier draußen liegt auch noch eine Waffe. Hinterm Campingtisch, eine Piste. Hinterm Tür? Ach, da unten, okay. Nimm mal alles mit, was du kriegen kannst. Noch hast du nix. So. I'm sitting in. Wir müssen richtig weit Richtung Westen. Oh, tatsächlich. Alter Schwede, ey. Da haben wir was zu tun. Aber alles kein Ding mit dem Auto, ne? Mit dem Auto geht das, ist richtig. Aber zu auf Fuß? Der Insel war ich noch nie. Richtig nice. Ja, muss ich auch sagen, dass die beiden Kameraden, die hinter uns da gespawnt sind, wenn die kein Auto haben, haben die echt die Arschkarte, ey. Ja, die haben definitiv. Bis da hinten hin, alter Schwede. Da müssen die direkt laufen, dann schaffen die das, aber man muss halt direkt laufen, ne? Ach, wir müssen ja muss man Westen. Tun. Ich wollte jetzt richtig cool, ich hab einen Bogen, ey. Nice, läuft bei dir. Richtig, um 40 Pfeile, Alter. Wenn du irgendwie einen Molly oder so hast, kannst du glaube ich sogar brennende Pfeile und sowas bauen. Stimmt, könnte ich ja mal reinkommen. Explosiver Pfeil, was braucht man dafür? Komponenten, eine Granate, eine Splittergranate, ein Klebeband und Schrotpatronen tatsächlich. 5 Stück. Okay, so viel. Mhm. Flammpfeil, brauchst du Molotov-Cocktail, Klebeband und auch wieder 5 Schrotpatronen. Also Schrotpatronen. Alles sind klar. Besucht scheinbar. Aber du kannst immer noch nicht während der Fahrt craften. Das finde ich etwas nervig. Nehmen wir das mit? Also wir looten hier nicht, weil dafür sind wir zu spät im Game. Aber wenn hier ein Auto steht, nehmen wir das natürlich mit. Hier steht eins. Dann können wir auch noch kurz looten. Nee, nee, nicht looten. Ich will aber. Ja, aber wir haben keine Zeit. 2:44. Ach Gottchen. Ich will jetzt auch nicht den ganzen Sprit verbraten auf der Fahrt dahin, weißt du? Warum nicht? Sonst würde ich halt Turbo einfach auskommen. Ja, weil ich gerne noch irgendwie was hätte dann. Turbo. Wenn wir da sind und ich das Auto abstellen würde. Turbo, du fährst ganz schön langsam, kann das sein? Ich fahr gerade ohne Speed. Aber wir sind immer noch schneller als das Gas, von daher ist das egal. Ja gut, das ist keine Frage. Im Auto sowieso, aber hier war irgendwie gar keiner, ne? Nee, alles also, zu hier, alles wobei, zu. Wobei, du brauchst noch gut, ne? Du brauchst noch Waffen. Ich brauche noch Waffe. Nehmen wir mal die Wohnwagen hier mit. Ein Shirtinator. Hier liegt eine Shotgun für dich.
Wir trennen dich noch einen Helm, falls du keinen hast. Helm habe ich. Nimm trotzdem mal den anderen noch mit. Na, vielleicht. AK? Hier liegt nix. AK ist, ne? Ja. Nix. Aber auch kein Shirt, gar nichts? Ne, hier liegt. Doch, hier liegt auch ein Shirt. Im Wonni drin? Alles drin. Und sauber. Dann fahren wir gleich weiter. Hast du auch das Dings da rausgenommen? Das was? Den Helm, den zweiten? Nee. Nimm ihn doch noch. Falls du dir beim Dings machen musst, laminated. Oh ja, das wäre natürlich eine Maßnahme, ne? Ich habe welche gefunden, laminated, aber ich weiß nicht, wo du auch welche findest. So, dann hast du eine AK, ne? Also ich habe jetzt eine AK und eine Pumpe. Gut, dann müssen wir zumindest nirgendwo mehr den anhalten. Den Bogen habe ich jetzt weggeschmissen, ne? Den brauchen wir nicht mit dem Bogen. Ja, brauchst du nicht. Bogen. Handen brauchen wir ja nicht. Also, wenn du mit dem Bogen jemanden killst im Endgame, dann mein Respekt. Das wäre nice. Dann ziehe ich definitiv meinen Hut. Dann kaufe ich mir sogar einen Hut und ziehe den. Dann würde ich, glaube ich, in die Hall of Shame kommen. Wenn du damit die Runde gewinnst, ey, dann würde ich das definitiv mal auf Twitter teilen. Das ist ja eine Challenge, ne? Damit das H1Z1 sieht und die das retweeten. Die Bogen definitiv. Only, das hätte was. Ja, schreib gerne auch mal so ein paar Challenge-Ideen in die Kommentare natürlich. Weil, ne, ich habe das ja schon mal bei meinen alten Videos ab und zu gemacht, so was weiß ich, Piste Only. Einmal habe ich gemacht, ohne auf die Map zu gucken groß. Also halt nur gucken, wo ist safe. Aber nicht. Nee, ohne Kompass. Ohne Kompass, da habe ich den Kompass weggeschmissen. Geht mittlerweile, glaube ich, gar nicht mehr. Aber die Runde habe ich damals sogar gewonnen, ohne Kompass. Nee, man hätte auch gar keine Möglichkeit, überhaupt einen Kompass zu finden, irgendwie in seinem Inventar. Nee, früher ging das halt. Jetzt geht das, glaube ich, noch. Zumindest sehe ich auch keinen. Nee. Schade. Nee. Ohne Kompass würde ich gerne nochmal machen, weil das war echt. Da hat man einmal geguckt, okay, die Sonne ist, was weiß ich, südwestlich war die, glaube ich. Und dann hat immer an der Sonne orientiert, weißt du? Ab und zu mal auf der Map natürlich geguckt, okay, wo müssen wir hin? Aber sonst an der Sonne orientiert und das war halt mega, weil du musstest halt viel mehr auf deine Umgebung auch achten. Und dadurch haben wir dann halt die Runde auch gewonnen. Das macht aber auch richtig Laune, ne? Weil du hast ja nicht wirklich im wahren Leben immer einen Kompass dabei oder so. Nee, klar. Was? Frostbite Quake? Es gibt neue Quakes. Nice. Ich bin froh, dass ich mal einen gekriegt habe vor zwei Folgen. Was, eine Quake oder was? Ja. Ja, die kommen öfter mal weg. Wo sind wir hier? Oh fuck, wir müssen nach Norden. Wir müssen quasi über den Berg. Wo fährt er? Och, er fährt spazieren hier. Deswegen sehen wir auch keine Gegner. Aber eine Frostbite Quake, das ist doch mal nice. Die nehme ich doch gerne mit. Weil die ist neu und die bringt dann vielleicht auch nächste Woche dann noch 20 Cent oder so. Und ihr wisst ja, ich habe auf Twitter einen Adventskalender und je mehr Cash ich irgendwie mache vor einer, desto krassere Preise wird es natürlich zum Ende hin auch geben, ne? Die ich natürlich alle gewinnen werde. Also ihr braucht doch gar nicht anzustrengen. Hast du überhaupt schon einmal gewonnen? Kriege alle ich. Du hast auch erst zweimal oder dreimal retweetet, glaube ich. Ja, und? Oh, ich erhalte ein Item. Was? Ich erhalte ein Item, stand hier. Und einfach ein Item, oder? Ja, genau, ein Item, nichts anderes. Ein Sternchen, Item, Sternchen. Okay, kann ich ja als, kann ich Thumbnail machen. Dann kann man hier nicht nachgucken, was man bekommt. Schade. Sonst hätte ich gesagt, guck mal nach. Vielleicht hast du auch die Frostbite Crate, wahrscheinlich sogar, würde ich sagen. Genau, ich weiß schon, was ich mache. Der Titel ist, was ist denn das für ein unglaublicher Scheiß? Und die Kiste mache ich als Thumbnail, genau. Wie sah denn das Ding aus? Dann blaue Skin? Kiste. Blaue Kiste. Ja, das ist die Frostbite Crate. Nice. Das ist die neue. Da hast du okay. Dementsprechend. Vielleicht 20 Cent oder so. Oder 30? Ich weiß nicht. Wenn die heute erst rausgekommen ist in der Tat, wenn das mit dem Update kam, dann kannst du die nächste Woche Donnerstag gut verkaufen. Beziehungsweise musst du in der Nacht dann schon mit. 3 Millionen Euro. Scheiß auf Lotto. Ja, 3 Millionen kriegst du dafür nicht, aber vielleicht 2 Euro oder so. Wenn du Glück hast. Oh, ich schon. Ich schaff das. Ey, ich bin Kaufmann, weißt du? Passt schon. Kaufleute sind dafür geboren. Ja. Ich bin trotzdem pleite. Dann hast du was falsch gemacht. Nee. Digga. Einfach noch nicht im Lotto gewonnen, wo wir das Thema mal letzte Folge hatten. Ja. Tag, Herr Blaschke. Freitag. Kennst du gar nicht mehr, ne? In den 80ern war tatsächlich eine Lotto-Werbung. Da hieß der Typ, die Figur, Herr Blaschke. Okay. Und dann kam er immer in typisch alten Lottoladen rein, so bei Tante Emma, und dann haben sie mal gesagt, Dacher Blaschke. Und Blaschke hat sich immer beschwert, wie scheiße das Leben ist.
Und hat nie im Lotto gewonnen. Und hat Lotto gespielt. Nachdem sie ihm das aber vorgeschlagen haben. Herr Bleschke, spielen Sie doch mal Lotto. 6 aus 49. Leben Inkognitiv. Und keine Ahnung. Hier ist Mountain. Hier? Hier war ich auch noch nie. Bear Grylls. Alles hier zu. Hier war noch keiner. Na, ich bin da nicht so der Freund von. Los, renn in die Kiste. Komm, renn in die Kiste. Lass mal gucken. Trauen. Komm. Renn in die Kiste. Ran an die Buletten. Hallo. Oh, na, Eier. Shotgun. Hatte ich noch nicht. Die fehlte noch in meinem Ensemble. Guten Tag. Hier ist noch ein Helm. Geh mal in die Kirche. Bist du schon in der Kirche? Nee. Helm hab ich schon. Hab ich schon. Bin dann irgend so im Aslak-Haus. Aslak-Haus. Und er ist doch in der Kirche. Also irgend so ein Aslak. Und er ist in der Kirche. Oh Mann. Richtige Aslaks hier. Ja, genau. Ja. Und was macht ihr denn da für eine Scheiße, ey? Dann, ich wette auf den Boden. Schon die Kommentare. Was beleidigst du? Ja, Kirche? Genau, ey. Ich bin voll Christ und so. Die knien da auf dem Boden. Also ich und hoffen, immer, dass sie eine Oblate kriegen. Für mir selbst, ich glaube an Gott, aber ich glaube nicht an die Kirche. Weil die Kirche ist reine Geldmacherei. 1000 Millionen Helme, ey. Oh, Klebeband. Habe ich jetzt alles? Nee, ich habe noch nicht alles. Was brauche ich noch? Einmal Klebeband, ein Kompositgewebe brauche ich noch. Ein Rucksack. Ja, einen großen Rucksack zerreißen. Hast du noch einen großen Sack? Oder nicht? Zeig mal her, hast du einen großen Sack. Ich noch mal Klebeband. Da ist einer drin. Bin da drin. Den erschieße ich! Das hat echt scheiße. Jetzt haben uns alle gehört im Moment. Muss ich dich leider erschießen. Ja, geh genau. Mal da hoch, da ist so eine Farm oder so. Oh, wir sind gerade so safe. Hier kommt schon das Gas. Oh, das Gas kommt? Ich muss hier weg. Ja, wir müssen gleich auch, aber ich guck noch hier oben kurz. Wo ist das Auto? Keine Ahnung, irgendwo an der Kirche. Was für eine Kirche? Hier steht noch ein Quad, komm. Oh, das steht gerade so nicht im Gas, das Quad. Das ist schon krass hier. Wie nah das Gas einfach ist, ne? Aber egal. Ja, hier findest du alles, aber keinen großen Rucksack. Wut zu Fug. Hol dich dann gleich mit dem Auto ab, ne? Ja, mach mal. Ich bin ja noch bei so einer Schabracke. Baracke, ne? Meine ich. Nimm die noch mit. Das ist jetzt so ein Jackpot-Haus hier. Hallo! Vielleicht auch das nächste. Wenn du noch irgendwie ein Auto siehst oder so, ne? Immer gerne. Verkaufe ich. Ey, hier ist ja nichts mehr drin. Das waren. Diese Häuser waren früher echt mal godlike, ne? Ja, kommt immer drauf an, wo die natürlich sind. Ich hab eine Weste. Nächsten. Ich hab eine. Jetzt hab ich. Ohne Witz, ich hab jetzt gerade gelesen: laminierte türkische Weste. Laminierte türkische Weste, Alter. Ohne Witz, habe ich jetzt echt gelesen. Es tut mir leid. Es ist jetzt nicht böse gemeint, oder? Aber ich habe es echt gelesen. Dabei stand da laminierte taktische Weste. Und du hast es auf Deutsch, ne? Ja. Und ich habe sogar noch einen großen Rucksack. Du hast keinen Platz für einen großen Rucksack. Aber dann brauche ich ja das Rüstungsfragment ja auch nicht mehr, ne? Und das Klebeband auch nicht. Gut, mal noch das Haus hier unten kommen und hier hin. So, und ich habe, glaube ich, hin, weil jetzt wir müssen hier gleich weg. Ja, ich komme. Ich mache hier nicht in die. Ich gehe aufs Klo, nix. Ja? Hör mal. Nix. Im Wohnwagen noch kurz gucken und dann geht's ab hier. Nix. Bist du da? Ja, ich bin hier irgendwo. Okay, ich fahre. Wo ist dein Auto da? Ach, ich bin hier oben. Du warst hier da oben. Okay. Mal. Weißt du, mich macht da an, weil ich auf ihn schieße. Und selber macht er Lärm wie Sau. Boah, geradeaus runter, tot. Auto dann können, explodiert. Dass wir das Auto drehen, aber passt schon. Osten. Ah, nice, dass da so ein Dorf einfach da oben ist. Wo sind wir? Wir sind fast am Mapband drauf. Oh. Hilfe, Hilfe. Hat jetzt 18% gekostet das Ganze. Oder 17 oder so. Hilfe, Hilfe. Verlaufe Nase. Hilfe, Hilfe. Ich tank mal vorher noch, bevor wir hier runterfahren. Hilfe, Hilfe. Alter, die Spritpreise, ne? Ist das bei euch auch so? Ich meine, wir sind ja gefühlt, glaube ich, 300 Kilometer entfernt auseinander. Aber die Spritpreise, was die zurzeit am Gange sind, weiß ich, fährst du Auto? Nee, ne? Du fährst kein Auto. Also hätte ich einen Führerschein, würde ich vielleicht Auto fahren. Aber ich habe immer gesagt, ich mache erst den Führerschein, wenn ich mir eine Dodge Viper leisten kann.
Da ich noch nicht also im nie. Lotto gewonnen habe. Also nie. Na, wenn ich jetzt im Lotto gewinne, die 50 Millionen, dann hole ich so mir als erstes abgefuckte Spritpreise wieder. Und dann mache ich es Hammer. Ist echt und Hammer, ey. Was, die Preise explodieren zurzeit. Bam. Echt? Geht's wieder hoch, ja, oder was? Oh, hör mir auf. War ja eine ganze Zeit wieder auf Teilfahrt, ne? Ich fahre ja einen Diesel, ne? Muss man ja sagen. Und dieser Diesel. Wie teuer ist das derzeit? Hat sich ja echt für mich gelohnt schon in der Zeit, ne? Ich habe jetzt seit zweieinhalb Jahren zweieinhalb knapp, ein Diesel. Und da war mal der Spritpreis zeitweilig auf 89 Cent tatsächlich. Ja, teilweise war das. Ne? Der Liter. Und jetzt sind wir morgens tatsächlich schon bei teilweise 1,15 Euro. 1,15 Euro geht aber, ne? Ich habe schon mal. Für Diesel? Ja, ja, ich habe aber schon mal mehr gesehen. Als da wirklich die Ölpreise steil gingen. Meine Freunde, die Bomben. Ich bin mit dem Zug immer morgens am Dings vorbeigefahren. Hier ist offen. An so einer Tankstelle fährt man immer vorbei, auch an so einer Billigtankstelle halt, ne? Ja. Wo es wirklich billig ist. Und da habe ich auch schon mal teilweise 1,30 gesehen, wenn es richtig krass abging. Ey, es ist so. Also das ist schon ein paar Jahre wieder her mittlerweile, aber als sie so mega teuer waren, das war doch mal ja. eine Zeit. Ja, da war klar. teilweise 1,30. Und dann weiß ich noch, der erste Tag, wo das so richtig günstig war, habe ich direkt meinem Vater morgens geschrieben. Ich war vor dem Außenhaus und direkt geschrieben, hey, fahr mal tanken. Guck mal. Guckst du Preis, La Bomba. Na, der hatte zeitweise auch irgendwie einen Kollegen am Start, der einen Tankwagen gefahren hat und diese Ding. Okay. Und dementsprechend hat der Sprit für 1 Euro bekommen oder so. Ja, das ist cool. Also als es damals noch so teuer war, weißt du. Mhm. Ja, aber das ist cool. Mal gut, wenn du überlegst, was der Staat alleine an Fixkosten hat für so einen Liter Sprit und dabei ist es dann egal, ob das Diesel oder das ist halt das Ding ist, ne? 46 Cent, glaube ich, war das gewesen, kriegt der Staat fix, ja, egal was der kaum, Sprit kostet. Das ist ein Hammer. Wenn überhaupt. Also die meisten Tankstellen leben ja echt nur von dem Snackverkauf und so. Ne? Ja, natürlich. Aber wenn du überlegst, egal wie der Dollar steht, der Staat kriegt immer 46 Cent fix oder 47 Cent. Ja, das ist schon krass. Ist Hammer, ne? Überleg mal, das ist. Verdienen sich schon reich. Ja, sicher. Autofahrer und Raucher, das ist das, womit der deutsche Staat im Endeffekt überlebt. Ja, aber zumindest bei Rauchern sage ich verdienen. Ja, gut, also ich selber rauche ja auch nicht, ne? Aber wenn man sich das überlegt, wenn jetzt einfach die Deutschen aufhören würden, komplett zu rauchen. Ne? Und ja. So wie die Grünen das auch fordern, die Grüne Partei, und sagt, pass auf, der Liter Sprit kostet 5 Euro. Mhm. Oder 5 Mark, oder keine Ahnung. Ne? Dann sind das eben solche Sachen, wo der deutsche Staat dran pleite geht. Tatsächlich ja. so. Also muss es tatsächlich Raucher geben und es muss brauchbaren, bezahlbaren Sprit geben. Damit der deutsche Staat einfach leben kann. Weil nur von den Steuern, wenn du jetzt arbeiten gehst, zahlst du ja auch Umsatzsteuer und so ein ganzes Scheiß, ja, hätte ich beinahe gesagt. Ja. Lohnsteuer und so ein Scheiß. Davon kann der Staat aber nicht leben. Alleine. Es kommt natürlich auf die Ausgaben dann auch an. Ne? Die Frage ist, was spart der Staat, wenn es keine Raucher gibt? Na gut, auf der anderen Seite, was werden dann entlastet. Auf der anderen Seite, was würde der Staat sparen, wenn er nicht unnötig andere Länder unterstützt, geschweige denn? Naja, das ich schiele da jetzt so, Richtung Südsee, hätte ich beinahe gesagt. Ne, weißt du schon, was ich da meine? Mhm. Und auch die Geschichte mit den unnötigen Ausgaben innerhalb des Landes. Mario Barth deckt auf, sage ich nur. Nein. Da kommen teilweise Sachen ans Tageslicht, wo ich mir vom Kopf fasse. Und wieder das Auto gedreht, oder? Oh, stark. Chica. Wollte mir kurz mal reingucken. Das frage ich mich wirklich, was das soll. Ach, das würden wir viel sparen können. Oh, die haben uns hier Rucksäcke drin gelassen. Aber sonst nichts. Ach, bist du hier am. Ach, du bist an der. Ich dachte, ich gucke. Oh, vor uns ein Auto. Lootbag. Hast du das Polizeiauto oben gesehen am Waldesrand? Nee, ich habe da auch ehrlich gesagt gerade nicht drauf geachtet. 12 Leute noch, nur noch. Das Polizeiauto vielleicht. Also 10. 2. Ja, jetzt 9. Granate hat zugeschlagen. Ist zurzeit viel hier, ne? Seit dem neuen Update. Was viel? Granatentote. Ja, gab's aber also immer. Zumindest fällt es mir jetzt so fällt auf. Jetzt ne? mehr auf, vielleicht haben die das Bild. Weil es ist wirklich oder so. extremer irgendwie, keine Ahnung. Ja, ja. Aber ist schon wieder eine gute Runde. Wir sind lange unterwegs. Wir haben auch wieder ein paar dabei, neue Sachen ja. entdeckt. Die Insel zum Beispiel oder hier gerade noch am Ende dieses. Die Villa und sowas alles. Ja. Ja.
Nicer Dicer, aber kein Kill bisher. Nee, das kommt noch. Wir sparen uns das für den letzten Mal, würde ich sagen. Meinst du? Ja, ja, das passt schon. Wir haben auch noch genug Sprit, ich habe noch einmal. Also, wir können nochmal nachladen, theoretisch. Habe ich schon getan? Meine Waffe. Sprit nachladen. Ja, Munition haben wir eh genug auch. Also, ich weiß nicht, wie viel du hast, aber ich habe ordentlich. 90 Schuss AK übrig, 150 AR. AK 60 oder beziehungsweise 59 und die AR hat auch 120. Ja, das passt. Das werden wir nicht los, ganz ehrlich. Oh. Fuck! Ich bin tot. Echt? Oh fuck. Bobby ist tot. Freunde der Nacht, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaut beim Fresh Fries mit rein. Der ist soeben verlinkt worden. Bis dann. Ciao!